Air von Philipp Lynn und Stephen Hilt am 33C3. Wir sind Problem und mein Name ist André. Ich wünsche euch einen guten Abend. Guten Abend und ja, wir sind froh über jede Form von Feedback auf Twitter unter dem Hashtag C3T. But Philip's actually going to talk about these things, like actual physical pagers and the state of security in this ecosystem. So please give a warm round of applause for Philip. Hi. Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Es ist wirklich lustig, dass Secure mich hier vorstellt, euch allen. Heute spreche ich über Code Brown in the Air. Was ist das eigentlich? Code Brown ist so ein Begriff aus dem Medizinischen, der in der Regel benutzt wird, um über Patienten zu sprechen, der in irgendeiner Form inkontinent ist. Sprich jemand, der beim Stuhlgang die Kontrolle verliert. Ja. Wir sprechen aber eigentlich über Pager. Warum ist das irgendwie wichtig? Wir möchten Pager sind gerade in den Vereinigten Staaten sehr weit verwendet, eigentlich in ganz Nordamerika, um im Gesundheitswesen irgendwelche Workflows umzusetzen. Wir haben Mechanismen wie SMS-to-Pager oder E-Mail-to-Pager, die dann eben systematische Fehler ermöglichen, die wir uns im Folgenden anschauen werden. In diesem Talk geht es weniger um die konkreten Protokolle, sondern mehr um SDRs und generelle Dinge, aber ich werde jetzt nicht so tief in die technischen Details reingehen, sondern wir schauen uns mehr die Daten an, die wir daraus extrahieren können. Hierzu ein kleiner Disclaimer. Es ist möglicherweise illegal in manchen Staaten, die Daten, über die wir hier sprechen, abzuhören oder zu speichern oder auch nur eins von beidem oder diese zu schlüsseln. Die NSA speichert deswegen zum Beispiel auch nur Metadaten. Das zweite Ding ist, in manchen Ländern darf man zwar abhören, aber sie nicht speichern. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie die Situation in Deutschland ist, ob man da so irgendwas erlaubt ist oder nicht. Vielleicht nicht, aber seid euch dem bewusst. In manchen Ländern ist es auch okay, zu verschlüsselte Kommunikation abzuhören, aber sie dann zu entschlüsseln, ist dann illegal. Also, falls ihr irgendwie da nicht sicher seid, fragt euren Rechtsanwalt. So, es ist 2016, also wer würde überhaupt noch diese alte Technologie benutzen? Und die Sache ist, manchmal will man irgendwelche Überschneidungen oder ähnlich mit anderen Signalen verhindern. Und es gibt auch, das heißt, wenn ein moderneres Equipment verwendet, das ist kompatibel mit GSM 3 oder sogar 4 Networks, aber für anderes Equipment, da gibt es immer noch Interferenzen. Es gibt auch Plätze mit schlechten oder schwachem Zellensignal, also Zellularsignal, GSM-Signal. Du kannst dein GSM nicht verwenden. Oder es gibt spezielle Plätze mit einem Defense, Verteidigung, wo GSM einfach verboten ist. Devices without with the recording or transmission capacity is strictly prohibited. Also wo alle Devices, in denen Aufnahmen verwendbar sind, verboten sind. Und auch in Deutschland habt ihr noch etwas, das nennt sich Cityruf. Ihr könnt noch immer die Pagers kaufen. Actually, that's one of the pages I kind of
Das ist einer der Pagings, die ich in Deutschland gehört habe. Ich verstehe nicht, wieso die in Englisch sind, in Deutschland, aber ihr könnt es ja selber lesen. Also hier steht Adresse Funktion 3, Alpha 5 PNOW. Erektile Dysfunktion ist nicht ein Ding, das man mit Tom, Dick und Harry, wobei Dick Schwanz auf Englisch heißt. Es wird im Industriesektor, im Government-Bereich und wir werden auch schauen, wie man es dekrypten kann. Pagers. Die wurden in den 1950er Jahren in den Spitalen ungefähr $12 im Monat, 25 Meilen Reichweite im Radius. Aber bis in die 90er war das nicht sehr nachgefragt. Aber nach ungefähr 10 Jahren, und dann hat jeder schon irgendwie GSM verwendet und Motorola hat aufgehört, in 2001 neue Pagers zu machen. Aber es war einmal ein Symbol of cool. Und da gibt es ganz viele Ausdrücke. Also 143 heißt, ich liebe dich. Und 607 heißt, du fehlst mir. Und 1345209 heißt, fahr zur Hölle. In Taiwan gibt es andere Codes. It's mostly used in most countries all over the world, including Germany. So, das ist das POCSAC-Protokoll, das Post Office Code Standardization Advisory Group. Es wird in einigen Ländern verwendet. Und das Wichtigste ist, dass die Bandbreite 9 Kilohertz ist. Das heißt, wir können dieses Signal ziemlich leicht erkennen in einem Wasserfalldiagramm, was wir uns später anschauen werden. Ein weiteres wichtiges Protokoll ist Flex. Flex wurde von Motorola erfunden und es ist ein bisschen schneller und ein bisschen effizienter in der Bandbreite. Hat also nur 5 kHz Bandbreite. Und da wir Sachen nicht von Anfang an bauen wollen und diese Protokolle relativ kompliziert sind, können wir Programme wie GNU Radio nutzen oder RTO.fm, um diese einzelnen Protokolle zu dekodieren und zu demodulieren. So, das hier sind die Frequenzen. Wir müssen das uns nicht so wirklich genau angucken, das könnt ihr auch einfach auf Wikipedia nachsehen. So, das hier ist also unser Setup. Mit gerade mal 20 Dollar können wir mit einem DVB-T-Dongle, den ihr in euren Rechner steckt, und startet GNU Radio und dann läuft einfach alles. Ziemlich einfach. Und wenn ihr genug Geld habt, dann könnt ihr auch Fancy-Kram kaufen. Das ist zum Beispiel der Hack RF1. Wahrscheinlich mit einem B210 oder einem Blade RF. Das funktioniert auch, aber das $20-Ding funktioniert mindestens genauso gut. So, wenn das dann alles verbunden ist, könnt ihr GQRX benutzen, um ich möchte den Autoren von GQRX und GNU Radio und Osmocom Leuten danken. Ich habe sie vorher in Raum 15 getroffen. Hier am Congress. Sie haben wirklich alles open sourced und ihr könnt diese ganzen Tools gratis benutzen. Dieses Signal hier, das sticht irgendwie heraus. Und woher weiß ich das? Ja, man sieht an der Bandbreite, es ist genau bei 9 Kilohertz und man sieht diese beiden Punkte dort. FSK. Und daher sieht man, dass es sich um Frequency Shift Keying handelt. So, und das kann man auch auf sigidwiki.com nachlesen. So, und für Flex-Signale nutzen wir einfach von Clayton Smith ein ziemlich cooles Stück Software namens PagerRx.py. Lasst es einfach laufen. Es hört verschiedene Bänder von, es kann verschiedene Bänder parallel abhören. Und unsere Forschung hierzu haben wir von Februar bis Juni 2016 gemacht. Und wir haben observiert mehrere Millionen amerikanische Nachrichten.
How data are used? Actually, it is wie werden Pager verwendet? Eigentlich ist es in den meisten Spitälern einfach integriert in den Workflow. Die Schwestern haben es oder die Ärzte oder die Ärzte zur Anstaltsapotheke und Messages kommen auch mal rüber, ja? So, it's every time when there's some event happened, someone called 911. Jedes Mal, wenn was passiert und eine Message rüberkommt. Das ist ein Typecode EMS, es heißt ein Emergency. Jemand hat einen Brustschmerz. You can have some advanced thing, like someone who is a 91-year-old female. Da ist eine 91 alte Frau. AD used, also wie sie wird transferiert woanders hin, beim Doktor so und so. At some hospital and bei irgendeinem Spital, hier Geburtsdatum, also Monat, Tag, Jahr, wie die Amerikaner ihre Daten aufschreiben. Und eine Art Prädiagnose, bevor sie ankommt. Mit dieser Information können Sie besser koordinieren, dass dort, wo Sie ankommen, die schon vorbereitet sind, ob Sie ein Bett brauchen, ob Sie in den OP müssen. Das reduziert die Wartezeiten, erhebt die Überlebenschancen der Patienten, so eine Art, die Zufriedenheit. So, wenn man Medizin als Service ansieht, dann ist die Zufriedenheit ein Parameter. Also es hebt jedenfalls die Effizienz. Du kannst mit deinem Doktor im Haus selbst ein Appointment ausmachen für Behandlung im Haus. Also wenn wir Navicare und CuraSpan, wir nehmen nur zwei Systeme, da gibt es andere auch noch. Im Navicare siehst du hier, er transportiert Name mit seiner medizinischen Referenznummer vom ED Emergency Department in einen Untersuchungsraum. Dann wird das Brustschmerzzentrum transferiert, Nummer 12. Diagnose ist Brustschmerzen, wie er transportiert wird auf der Bahre. Alles personal, also persönlich identifizierbaren Daten. Es ist ziemlich beeindruckend schon und macht mir schon ziemlich Angst. Also, dann haben wir noch InQuicker. Das ist etwas vorsichtiger. Es benutzt Abkürzungen der ersten Buchstaben, also der Kapitale der Namen der Patienten. Und es gibt dann einfach eine URL, wo man dann mehr Informationen zu dem Fall einsehen kann. Und sie fragen tatsächlich auch für ein Passwort, also Username und Passwort, aber meistens benutzen sie einfach die gleichen Zugangsdaten global für ein ganzes Krankenhaus. Und dann sehen wir hier noch die Epixis. Weiter unten, da geht es dann um eine medizinische Referenznummer, diese 159 irgendwas. So. Was wir dann hierbei so an der Verteilung gesehen haben, wir können anhand von den beobachteten Kommunikationen den Marktanteil der jeweiligen Lösungen sehen. Seid aber vorsichtig, weil die Daten möglicherweise vorbelastet sind oder halt biased sind, weil beispielsweise Gruppenaufrufe oder Gruppenanrufe und so weiter direkt an sehr viele Leute geschickt werden können und damit eben ein Bias in den Daten vorliegt. So, dann mit diesen ganzen persönlichen Daten, wir haben E-Mail-Adressen, medizinische Begriffe, Personennamen, Telefonnummern, besonders Phonnummern,
Telefonnummern, weil Patienten oft im Haus eine Durchwahl haben wollen. Eine Durchwahl. Und wir können hieraus interessante Statistiken erstellen. Beispielsweise die populärsten medizinischen Begriffe, die wir so in den Nachrichten gefunden haben. Beispielsweise FLAP, etwas, das in den Venen stattfindet, EKG, X-Ray, also Röntgen. Und wir können zum Beispiel auch sehen, wie Doktoren mit der Apotheke reden, welche Medizin an welchen zu welchen Patienten gebracht werden sollte, welche Patienten welche Medikamente erhalten. Diese Tabelle zeigte die Top-Verschreibungen der Ärzte, zum Beispiel Albuterol, das eine Bronchienerweiterung oder ein Bronchienerweiterer. Außerdem sehen wir noch eine Nachricht aus dem Vereinigten Königreich über Organspender, wo wir den Organspendernamen aus der Nachricht extrahieren können. Und dieser große Spender ist eine 49 Jahre alte Frau, die nach einem Herzinfarkt, der zum Tode geführt hat, das Organ gespendet hat. Und normalerweise möchten wir den Empfänger des Organs nicht wissen lassen, wer der Spender des Organs ist. Denn das könnte ja etwas Sensitives sein und es könnte zum Beispiel im Organhandel genutzt werden. Das könnte also tatsächlich ziemlich ernst sein. In der Heimpflege, es ist ein Beispiel aus der Heimpflege, also bei der Zuhausepflege, ein Patient, der zu Hause lebt, oder ihr, das ist ihre Telefonnummer oder seine, das sehen wir nicht, mit dem Syndrom. Sie braucht ein Steroid, aber kein Prednisolon, wie das bei uns heißt. Oder wir sehen, jemand ist gestorben. Und wir haben anschließend nachgeschaut in der lokalen Zeitung und er war tatsächlich zu dem Tag, zu dem Zeit verstorben. Eines der ernstesten Bedrohungen, die wir sehen im Caller-ID-System. Jedes Mal, wenn du einen Anruf machst, schaut das System in einem eigenen Phonebook, in einem Telefonbuch nach und stellt es da mit Name und Nummer. Also sozusagen die Metadaten der Pager. Und wenn wir das eine längere Zeit verfolgen, können wir ein eigenes Branchentelefonbuch erstellen. Das macht das wesentlich gefährlicher und das werden wir gleich sehen. In der Industrie, ja, da gibt es viel mehr SMS-to-Pager-Gateways, weil sie wahrscheinlich SMS, also Warnungen und das SMS wird, also sie trauen ihren eigenen GSM-Netzen nicht mehr und übertragen das innerhalb der Fabrik in ihre eigenen Pager-Netze, weil sie für die viel verlässlicher sind. Also du siehst hier, vom SMS von der Nummer, die von der GSM-Nummer, die gerufen hat. Ja, das ist eine angerufene Nummer. Du kannst eine direkte Verbindung machen zwischen dem Anrufer und dem Angerufenen. Und du kannst einfach einen Telefonbucheintrag und draus machen. Und das können wir da unten auch mal machen. Und wenn wir dieselben Nummern kriegen, dann... Und da siehst du mal, ruf mich zurück. Und dann sieht man, die haben eine Verbindung miteinander, weil ich habe ein Zeitraster und einen Verbindungsraster. Dann, indem ich SMS to Pager Gateway, es ist wie ein Google Service, der das Voice Message zu einem Text umwandelt und ein SMS dann sendet, das sendet das SMS, auch so ein Gateway Service, auf den Pager. Und das kann man sich am Radio anhören.
Das ist E-Mail zu Pager, ein Gateway, das geht auch, statt SMS. Auch da steht, wenn ich angerufen werde und das Anruf geht daneben, dann gibt es automatisch eine E-Mail, die das nachverfolgt. Und das kommt von Johnson Controls. Das ist, sehen wir was Interessantes. Für Web Control, wir sind ziemlich wurscht, ob ein Chiller läuft. Aber FQR ist eine fully referenzierte Database-System. Dieser Code hier means where. In what, facility zeigt euch, in welcher in welchem Bereich der Firma das installiert ist. Across the United States, you can pinpoint, also kann ich, code is denoted to. Ich brauche nur herausfinden, in welchen Bereichen von verschiedenen Unternehmen, Firmen, also von den Firmenstandorten, und irgendwann haben sie es auch in der E-Mail-Adressen dazu geschrieben. Und dann kann ich Korrelationen zusammenziehen, wenn ich genug einzelne Kommunikationen zusammengesucht habe. Und da kann ich sie alle, kann ich sie identifizieren. Ich will nicht beklagt werden, ich gehe weiter. Ja? In der IT-Industrie werden ähnliche Techniken auch benutzt. So zum Beispiel, wenn man mit Nagios oder man kriegt zum Beispiel Nagios-Benachrichtigungen, SQL-Anfragen oder irgendwelche Fehlermeldungen. Ich habe schon einige Zeit Penetration-Testing gemacht und diese Informationen, die man hier sieht, sehen schon ziemlich sensitiv aus meiner Sicht. Manchmal sieht man sogar den Passcode, das Passwort, das da irgendwie übertragen wird. Ich habe natürlich hier einen anderen Passcode eingefügt, aber war tatsächlich ein Passwort. Auch Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes sind zum Beispiel verbreitet. Man sieht manchmal sogar, für welche Web-Anwendung das ist. Diese Nachricht ist von McAfee. Und ich will jetzt nichts gegen McAfee sagen, aber das ist schon irgendwie komisch. Das hier ist tatsächlich auch eine Liste der CVEs, die in Next Generation Intrusion Detection Systems gefunden wurden. Also in Systemen, die das Eindringen in das System eigentlich detektieren sollen. So, was ist jetzt, wenn diese Art von CVE in irgendeinem staatlichen Labor passiert? Und wir haben auch Dinge aus Kraftwerken, wie ihr hier seht. So, ihr seht da zum Beispiel eine Turbine, die aufhört zu funktionieren in einem Atomkraftwerk. Das ist schon ziemlich ernst. Und was passiert, wenn das Kernkraftwerk den Wechselstrom verliert? Es läuft dann auf Batterien. Das hier sind alles reportete Vorfälle. Und das wäre zum Beispiel für Journalisten interessant, die da die Nuklearbehörden koordinieren sollen. Die Journalisten könnten nachschauen, ob diese Fehler auch tatsächlich gemeldet wurden. Ich verstehe leider nichts von der chemischen Industrie, daher kann ich hier die Informationen nicht so herausziehen. Aber ihr seht einen Stackdump. Also wenn du ein Experte bist, dann könntest du das schon einsetzen wahrscheinlich. Und von den Messages können wir zumindest genau feststellen, wo die Fabrik, die chemische Fabriksanlage ist. Und das lässt sich über Google Maps relativ einfach. Ich will es euch nicht sagen, aber ihr könnt es selber finden. Ein anderes Beispiel, auch aus einer chemischen Fabrik.
Es sagt mir nicht sehr viel, da ist eine Trommel offen, da ist ein Sensor versagt. Aber wenn ihr in der chemischen Industrie arbeitet und ihr wollt vielleicht wissen, was euer Mitbewerber so treibt, und dann zeigt euch das einfach den Workflow dort in der Firma und du kannst es ganz elegant nachvollziehen. Das ist Heating und Ventilation, also das ist Air Conditioning mit Heizfunktion. Das ist euer Boiler oder euer Boiler. Ist nicht so wirklich ein dickes Ding, aber die melden sich auch so. Aber im öffentlichen Bereich, also im Regierungsbereich und in den Regierungskontakten, also Leuten, die für die Regierung arbeiten. It's a personal message, eine persönliche Meldung, nicht besonders aufregend, wenn es nicht von der Regierung oder von einem Regierungsbeamten wäre. Nur zwischen mir und meinen Kollegen. Ihr esst hier, ich esst, wo ihr seid und was auch immer. If you think of Kevin Mitnick, someone who's really good at doing social engineering, wenn jemand wirklich gut ist mit Social Engineering, dann kann er auch einen Haufen Dinge daraus, aus den Metadaten da herausziehen, wenn man genug davon sammelt. Wieder kann man einen ganzen Bewegungs... Auch das Caller-ID-System. Irgendjemand von irgendeiner Government Organization kann eine Message Call bekommen von... Und ich kann eine passive Anrufererkennung daraus ausziehen. Recon is, I should say she must be a secretary of sie dürfte seine Sekretärin oder eine Sekretärin von irgendeinem Großen. Sie schreibt ihm, was kostet das Zimmer? Das ist die. Will ich? Also da kommen Informationen raus. Da kann man alle möglichen Sachen machen. Da kann man ja. Man kann auch man kann natürlich auch Identitätsfälschung machen, denn ich kann nicht authentifizieren, wer der Sender ist. Ich kann eigentlich hinschreiben in den Header, was ich will, und als seine Sekretärin auftreten. Und er hat null Möglichkeiten, dass er eine gegenseitige SSL oder irgendetwas Authentifizierung machen kann, weil no way ist nicht vorgesehen im Protokoll. Dann gibt es noch die Zusammenfassung der Anrufbeantworter. Aufzeichnung. Oft haben Leute überhaupt keine Ahnung, dass das, was sie am Anrufbeantworter gesagt haben, vielleicht transkribiert wurde und dann über irgendeinen Mechanismus ins Pager-System gelangt ist. Und da sehen wir dann zum Beispiel das hier, wo jemand intime Nachrichten mit anderen Leuten ausgetauscht hat oder auch einfach nur Termine. Und das hier ist jetzt quasi die Zusammenfassung der Erkenntnisse, wer ruft wen an, wer steht mit wem in Beziehung, wer ist wessen Freundin, Mann, Frau, etc. Und das ist tatsächlich schon etwas sehr Sensitives, gerade auch wenn man da in Richtung Überwachung und Regierung denkt. Dann Pakete. Wir sehen hier zum Beispiel einige Verteidigungs... Das ist ein Unternehmen der Rüstungsindustrie, das schickt und bekommt Pakete. Und wenn du ein russischer Spion bist, und das würde dich wirklich interessieren, aber wenn mir das da vorliegt, das, glaube ich, könnte mir schon helfen. Okay. Das ist ein Unternehmen der Verteidigungsindustrie. We have to prove we can actually Zusammenfassung. Page, to this kind of wir tiny thing we können jetzt beweisen, dass wir kleine Messages auf diese Dinge, Messages auf diese kleinen spoofen können. Also faken. Wir wissen die Frequenz, wir wissen die Baudrate, wir wissen den Capcode. Und danke noch einmal an die GNU-Radio-Leute, die das tadellos programmiert haben. Ganz einfaches Diagramm und dann kannst du es schon schicken. Und dann kommt das raus. Hack the Planet. Ja, hey, Hack the Planet, yay. And
Und da können wir uns hier diverse Angriffsszenarien ausmalen. Du kriegst die falsche Medizin. Wir könnten den Patienten irgendwo hinführen oder wir könnten ihn irgendwo hinführen. Wir könnten da wirklich einiges auf den Kopf stellen. Wir könnten einen Notfall irgendwo auslösen und dann könnten wir dort eine große Evakuierung auslösen. Wir könnten jemanden spoofen, wir könnten auftreten als jemand, der wir nicht sind. Ich habe euch das nicht gesagt, aber da gab es einige wirkliche Nummern und eigentliche Auftragnehmer der Regierung und als die könnten wir auftreten. Nur hört einfach, also als Conclusion, als Zusammenfassung, hört einfach auf damit. Und wenn ihr es nicht verhindern könnt, dann encryptet alles, wie ihr das sonst in der SS überall sonst macht. Es wird alles mit HTTPS und so encryptet das auch. Und wenn ihr nicht alles encrypten könnt und ihr müsst Pager verwenden, dann bitte keine persönliche Information, keinen Namen, nicht den ganzen Namen schreiben. Wir haben manche Systeme gesehen, die das auch versuchen. Wir sehen gute Beispiele in Deutschland. Die Deutschen sind, glaube ich, ziemlich empfindlich da. Also ich habe der zwei Tage hier, wo ich jetzt abgehört habe, eigentlich keine Realnamen gesehen. Es ist, man sagt immer, ja, das tut ja nicht weh, wenn ich den Namen weiß. Oh, ja, wir können eine Datenbank machen und wir können uns da ziemlich aufführen. Ihr könnt von dieser URL meine Papers, ihr könnt Leaking Beeps, das ist meine Download-Seite. Da unten sind meine Twitter-Handles, wenn ihr uns was sagen will, wenn ihr was diskutieren wollt. Das sind meine Twitter-Handles und meine von meinem Kollegen und mir und das ist es. Und jetzt machen wir Fragen. Thank you very much. We have some time for questions and answers. If you would like to leave the room, that's okay. But wir haben Fragen. Wir haben Zeit für Fragen und Antworten. Please duck under the camera. So, if you have any questions, please line up at the microphones, which we have here. In the meantime, are there any questions from the internet? Gibt es Fragen aus dem Internet? Seems like a no. Scheint nicht so. So, come on, guys, don't be shy. There's a question right here. Yes. Da vorne ist eine Frage. Gibt es irgendein kommerziell erhältliches Verschlüsselungssystem? Ja, es gibt System. Es. Axisbox hat dieses T-Box-System, das ihr kaufen könnt. Ich habe es noch nicht verwendet. Ich kann nichts wirklich darüber sagen, ob es gut oder schlecht ist, aber ja, es gibt einen encrypteten Dienst. Nur damit ich mir auch wirklich sicher bin, dass ich es richtig verstanden habe. Ich erinnere noch die Zeit, in der wir Pager benutzt haben. Und die waren halt vor allem auf der, in nicht-urbanen Gegenden interessant. Ja, okay. Danke für die Frage. Eigentlich wollten sie die Signalstärke einschränken auf die Gebäude, aber es ist ihnen nicht gelungen. Also ihr könnt diese Messages zwischen 10 und 20 Meilen in einem Radius von ca. 35 Kilometern vom Spital noch empfangen. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit der Pager in den 90ern und von einem Tag auf den anderen waren sie auf einmal weg. Für mich sieht das so aus, als ob SMS das Ganze dann ersetzt hätte. Und mein Eindruck ist, dass zu dieser Zeit in Europa die SMS dann übernommen hat. Und SMS scheint irgendwie nicht so verbreitet zu sein in den USA. Das heißt, findet vielleicht in Europa einfach weniger Nutzung der Pager statt. Besonders in Deutschland. Das kommt auf das Land an. Europa ist ja nicht ein einheitliches Kommunikationskonstrukt.
Ich kann Ihnen sagen, dass die Spitäler in Deutschland keine Paging-Systems verwenden, aber die Polizei manchmal, die Feuerwehren verwenden es und vor allem die Rettungsdienste. Also wenn sie in die richtigen Frequenzen einsteigen, kriegst du schon was. Aber es ist nicht so beängstigend wie in den USA. Manchmal, einmal irgendein Kollege hat mir gesagt, dass sie es in Belgien ziemlich verwenden, aber ich war noch nicht dort und kann Ihnen das nicht sagen. Und eine zusätzliche Frage wäre dann noch, du hast gesagt, Motorola hätte die Produktion von diesen Geräten schon gestoppt, 2001 schon. Ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, werden diese Pager immer noch irgendwo produziert. Ist das korrekt? Ja, auch, das ist auch korrekt. Ich bin nicht sicher, wer diese neuen Pages gemacht hat, aber es gibt sie und da sind sie. Any other questions? Now is your chance. Yes, please. Again on the encryption. Bezüglich der Verschlüsselung, gibt es denn da, also derzeit gibt es da keine, aber kann man vielleicht irgendwelche Systeme anpassen, um sie dann verschlüsseln zu machen? Also wie könnte ich, wenn ich schon ein bestehendes Krankenhaus habe, wie könnte ich da dann auf eine verschlüsselte Lösung umstellen? Nicht, dass ich wüsste. Das Ding ist, you're telling us why they are not replacing this kind of system for a safer system. Die Frage ist, du willst ja nicht in ein System investieren, das schon tot ist, du willst es ersetzen. Du, richtigerweise sagst du, niemand wird 200 neue Pager für ein totes System kaufen. Aber es sollte mehr Druck aus der Gesellschaft kommen, aus der Zivilgesellschaft, das würde die Veränderung wahrscheinlich beschleunigen. If not, we're gonna close. So thank you for attending. Please, when you okay, wir schließen dann diese Übersetzung und das Übersetzungsteam bedankt sich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns gerne Feedback geben unter dem Hashtag C3T auf Twitter.